Die Kühe auf dem Eichenmooshof im luzernischen Büron haben ein schönes Leben. Laue Sommernächte wie diese verbringen sie auf der Weide. Die haben aber das Paradies auf Erden hier. Noch nicht, aber bald. Was heisst das? Ja, sie müssen bald keine Milch mehr geben und dürfen einfach so sein, wie sie sind. Kuh sein, fressen, schlafen, die Kälbchen dürfen sie behalten. Um Lenny. Auf jetzt. Ab. Ab. Die Tage der Eichenmooskühe als Nutztiere sind gezählt. Wie aus einem Bauernhof mit Amors Unterstützung ein Lebenshof wird, davon handelt dieser Film. Seit 4 Generationen wird hier auf dem Eichenmooshof in Büron gemolken. Doch bald ist Schluss. Betriebsleiter Beat Troxler steigt aus der Milchwirtschaft aus. Aus ethischen Gründen. So eine Kuh ist natürlich ein Spitzensportler eigentlich. Die muss, also ja, die produziert ja Milch den ganzen Tag. Und der ganze Kreislauf in der Kuh läuft natürlich immer auf Hochtouren. Und das merkt man in den Kühen eigentlich auch ein bisschen an. Oder gerade nach dem Abkalbern gibt es schon etwas, als sie in ein Defizit fallen, dann muss man einen Tierarzt haben oder einfach diese Sachen. Und ich erhoffe mir, dass es wirklich das Tier nachher schöner hat, wenn es keine Leistung mehr bringen muss. Es waren ein Kälbchen und eine Kuh wie diese, welche die Neuausrichtung zum Lebenshof eingeläutet haben. Wir hatten mal ein Kalb, das ist in der Nacht auf die Welt gekommen, im Laufstall und war schon ein paar Stunden mit der Mutter zusammen. Er hat auch mit der Mutter getrunken. Und dann sind wir am Morgen in den Stall runter, haben das gesehen und haben dann, wie es natürlich üblich ist, das Kalb dann von der Mutter weggenommen. Und die Mutter ist ziemlich verrückt worden. Also sie, wir mussten wirklich schauen, dass sie nicht fast auf uns los ist. Wir haben das Kalb wieder halt ins Iglu da. Und das Kälbli hat dann irgendwie die Nahrung verweigert. Also wir haben dann probiert mit dem Kessel, mit dem Schoppen, mit allem, und es hat nicht mehr getrunken. Und dann haben wir das wirklich müssen 2 Tage eigentlich mit der Sonde direkt im Magen innen ernähren, damit das nicht gestorben ist, das Kälbli. Und dann habe ich so gedacht, so für mich, hey, das ist so, das läuft so falsch, oder? Es hat ja bei der Mutter so gut funktioniert und dann kommen wir und nehmen das Kalb weg und ja. Nur damit wir Menschen die Milch trinken, die für das Kalb bestimmt ist. Kühe geben nur Milch, wenn sie Kälber gebären. Auf konventionellen Höfen wachsen die Kälber darum ohne ihre Mütter in Iglus auf, zusammen mit anderen Kälbern. Auf dem Eichenmooshof dürfen die Kälber bei ihren Müttern bleiben. Das fühlt sich viel besser an. Ja. Es ist auch viel schöner, wenn man in den Stall kommt und das Kalb bei der Mutter ist und das Ganze funktioniert. Und für die Kühe ist es sicher auch schöner. Und eben das, also, das Herz geht auf, wenn man das macht. Sag ich jetzt mal. 220'000 Kilogramm Milch pro Jahr liefern die 26 Kühe und sichern den Eichenmoosbauern so ihr bescheidenes Einkommen. Doch neben den ethischen gibt es auch handfeste finanzielle Gründe für die Umstrukturierung. Man kann leben davon, aber ich sehe einfach, dass die Preisspirale stetig wird bergab geht. Ich meine, wenn man den Vergleich macht mit dem Ausland, was die Milchpreise haben, wenn sich das wieder anpassen, dann bin ich eigentlich mit dem hohen Arbeitsaufwand, den wir viel von Hand machen, nicht mehr konkurrenzfähig. Mein Ziel ist, dass es einen fließenden Übergang gibt. Wir suchen ja schlussendlich für jede Kuh eine Patenschaft. Dass sie eigentlich durch die Patenschaft so viel Geld erwirtschaftet, wie sie durch die Milchproduktion erwirtschaftet hat. Und je mehr Kühe als nachher Paten haben, je kleiner können wir zu der Milchproduktion eigentlich aussteigen. Oder? Also das Konzept wird sein, dass wir eigentlich den Unterhalt der Tiere aus Patenschaften generieren können. Und das Einkommen, das wir eigentlich brauchen, hätten wir dann eigentlich über Pflanzenmilch, wo wir einsteigen könnten. Sehr wahrscheinlich.
Aber sie sind dann keine richtigen Bauern mehr. Nein, aber das ist ja auch nicht schlimm, oder? Also, ich würde nicht sagen, kein richtiger Bauer mehr, weil schlussendlich der Ackerbau und Futterbau für Tiere und das muss man genau gleich machen. Wir müssen sicher die Pflanzenmilch auch produzieren. Das gehört ja auch irgendwie ein bisschen zu der Bauerei. Wir verarbeiten ja unsere eigenen Produkte verarbeiten schlussendlich. Und die Betreuung der Tiere, das ist der Bauer. Der Bauer ist ein Betreuer von Tieren, oder? Später, Schatz. Der Hafer für den hofeigenen Pflanzendrink ist schon angesät. Im nächsten Frühling wird geerntet. Jedes Tier auf dem Eichenmooshof trägt einen Namen. Jedes Tier wird als Individuum angesehen. Und kein Tierleben ist hier mehr wert als ein anderes. Ja, genau, Raffi. Das ist Beauty und sie ist kurz vor Ostern ist sie angefahren worden von einem Velofahrer. Sie hat beide Beine gebrochen. Also eins war offensichtlich gebrochen, ist wirklich so runtergelampet. Und dann sind wir mit ihr auf Sursee in die Kleintierchirurgie. Und sie haben sie dort operiert und jetzt kann sie wieder laufen. Ich wollte ihr einfach die Chance geben. Und wenn ich sie so angeschaut habe und ihre Augen geschaut habe, konnte ich sie nicht einfach... Also klar, wenn es jetzt geheissen hätte, das wird nie mehr gut und sie leidet nur noch, dann wäre es klar, dann hätten wir sie müssen erlösen. Aber solange es noch eine Möglichkeit gibt, dass mir helfen kann, dann habe ich das Gefühl, bin ich ihr das schuldig. Das würde ich bei meinem Hund und bei meiner Katze mich sie auch so. Also. Und so ist Beauty nach einer 700-fränkigen Operation wohl eines der wertvollsten Hofhühner des Landes. Bei der Umstellung vom Milchbetrieb zum Lebenshof werden die Eichenmoosbauern von Sarah Heiligtag unterstützt. Seit 3 Jahren begleitet und berät die Philosophin und Landwirtin Bauern wie die Troxlers, die aus der Nutztierhaltung aussteigen wollen. Jede Woche erhält sie 3 bis 5 neue Anfragen. Ich denke, hier ist es ideal, weil 2 sehr unterschiedliche Menschen sich gefunden haben, die das miteinander machen können, mit ihren Fähigkeiten und Talent. Und beide ein Herz haben für diese Sache und ein Verständnis, von was es braucht. Und dann natürlich der Ort, also der Hof an sich und die Stallungen, wo man doch super für das vorbereiten kann. Und die ganze Situation von der Gegebenheit. Ich denke, das so zusammen ist natürlich ideal. Da muss man nicht, weiss ich was, erfinden, um wirklich etwas Tolles daraus zu machen. Lebenshöfe sind angewiesen auf Menschen, die Patenschaften für Nutztiere übernehmen, ohne dafür einen konkreten Gegenwert zu erhalten. Er ist jetzt auch abhängig von den Leuten, die die Produkte kaufen, die er jetzt verkauft. Und von der Direktzahlung, die das tragen, was er jetzt verkauft. Dann ist er eigentlich, also abhängig, muss man noch definieren, was ist abhängig, oder? Das ist eine wichtige Frage. Man kann das grob so sagen, jetzt verkauft er ein Produkt vom Tier, wo das Tier musste dafür sterben, nachher verkauft er eine Dienstleistung, wo das Tier leben darf. Und das ist ein Teil davon. Er wird noch andere Sachen verkaufen. Aber es ist wie Teil auch von einer Vision von einem friedlichen Zusammenleben von Mensch und Tier. Das ist etwas viel Größeres einfach als ein Liter Milch. Das. Sind ihr ready für einen Tag der offenen Tür im 2020? Ist das überhaupt das so? Ja, sicher. Ja. Bisher sollte man sicher im Säustall und drin darunter gebracht haben. Das wäre sicher mal das Ziel. Laufstall und Bau. Weiss ich nicht, ob man bis dahin schon etwas machen könnte hier oben. Bis Ende Jahr werden noch 8 Kälber geboren. Damit keines mehr den Hof verlassen muss, werden Umbauarbeiten nötig. Das gibt eigentlich die ganze Fläche vom Stall noch einen Laufstall für die Kühe. Und der hat noch 33 Stück Platz. Ich schätze, dass schlussendlich zwischen 200.000 und 300.000 Franken Umbaukosten wird geben, bis wir den Lebenshof wirklich haben. Wir haben noch eine Hypothek, die wir noch auslösen könnten.
die wir für zum Bauen können brauchen. Und wenn es das nicht würde, länger, dann würde man schauen, ob man mit Stiftungen oder mit Gönnern irgendwie könnte Geld generieren oder mit einem Crowdfunding oder so irgendetwas. Ja. Neben den Milchkühen hält Beat Troxler auch 200 Mastschweine. Ab sofort kauft er keine neuen Tiere mehr dazu. Der Stall wird sich so in den nächsten Wochen immer mehr leeren. Die mit dem blauen Streifen auf dem Rücken, was ist mit denen? Die haben wir gewogen und die ist jetzt über 100 Kilo. Und die werden nächsten Donnerstag in den Schlachthof gehen. Ja, das ist so, wenn sie über 100 Kilo sind, dann melde ich sie am Mittwoch an und die Woche darauf gehen sie eigentlich in den Schlachthof. Mitte August fährt der letzte Lastwagen mit diesen Schweinen in den Schlachthof. Den Troxlers fehlt der Platz, um die Tiere auf dem Hof zu behalten. Und sie brauchen den Erlös für den Umbau der Stallungen für die Kühe. Prioritäten setzen auf einem angehenden Lebenshof. Zwei Schweine aber dürfen bleiben, für immer, Felix und Nala. Komm Felix, komm. Komm Felix, komm. Denn mit Felix hat die Geschichte von Claudia und Beat ihren Anfang genommen. Deine Seite. Ja, super. Fein, gell. Es geschah vor 5 Jahren. Felix, der heute gut und gerne 300 Kilo auf die Waage bringt, war damals 3 Monate alt und 25 Kilo schwer. Ich habe Felix unten im Maststall gesehen. Er hatte so spezielle Augen irgendwie und ich habe mich irgendwie so ein bisschen in ihn verliebt und wollte nicht, dass er geschlachtet wird. Und habe dann angefragt, ob ich ihn abkaufen und retten darf. Und was haben Sie gedacht, als die Frau gefragt hat, ob sie das Säule auf einen Gnadenhof geben? Ich habe es schön gefunden. Als jemand auch mal anders denkt. Und ja, ich war einverstanden mit dem. Ja. Also ich hatte kein Problem oder auch keine finanzielle Einbuße in dem Sinn. Ich habe Felix einfach zum Zeitungspreis verkauft, sozusagen, einfach ohne Labelzuschlag, weil ich ihr nicht wollte, weiss nicht was auflasten. Also ich habe dort vielleicht etwa 60, 70 Franken noch geschenkt. Oder? Und danke. Hat sich gelohnt. Ganz ohne Hintergedanken fand der Schweineverkauf aber nicht statt. Ich habe schon von Anfang an gedacht, ja, das wäre vielleicht eine Frau, die würde passen. Oder? Aber natürlich nicht gerade voll dahinter. Ja, eben, das hätte wirklich das eine das andere gegeben. Es hätte wirklich viel müssen stimmen, dass wir zusammengekommen sind. Also, aber man kann schon sagen, der Felix hat eigentlich die Ehe gestiftet, oder? Ja, eigentlich schon. Mal. Ja, natürlich auch Beat seine Offenheit, mir die Sau überhaupt zu verkaufen. Ich meine, das mich ja auch nicht jeder. Also da ist er schon aber sehr offen gewesen. Dem. Das schätze ich auch an ihm allgemein, dass er so extrem offen ist für Neues und mich bei allem unterstützen. Also, mal. Das ist also ein bisschen Symbol von unserer Liebe, der Felix. Und darum haben wir es hier so ein bisschen verewigt. Ja, gell, Felix? Und tschüss. Claudia Troxler lebt seit 5 Jahren auf dem Hof. Anfangs arbeitete sie noch als Verkäuferin im Detailhandel. Als Beats Eltern sich altersbedingt langsam aus der Landwirtschaft zurückzogen, übernahm sie immer mehr Aufgaben auf dem Hof und stellte so einiges auf den Kopf. Ich denke anders, ich schaue Tiere aus einem anderen Blickwinkel an und die ganze Tierhaltung auch. Und ich denke, das ist auch richtig so. Und
viele Leute sollten eigentlich auch ein bisschen hinterher sehen und ein bisschen hinterher schauen und nicht nur mit Scheuklappen durchs Leben laufen. Und dort hat sie mir eigentlich die Augen schon ein bisschen aufgetan. Haben Sie nie ein schlechtes Gewissen gehabt, dass Sie hier da so einen neuen Wind reingebracht haben? Ein schlechtes Gewissen in dem Sinne, nein, das habe ich nicht. Aber es ist natürlich schon auch so, dass ich mir auch Gedanken mache, ja, was ich, also, kommt es gut und klappt echt alles? Und vor allem auch seinen Eltern gegenüber. Ich meine, sie haben das alles aufgebaut, haben ihr Herzblut da in diesen Betrieb gesteckt. Ja, und dann komme ich und mache alles so ein bisschen zunder Opsi machen, oder? Aber schlussendlich müssen wir ja schauen, dass es uns zwei gut geht und dass wir hinter dem stehen können, was wir möchten. Und so wie es jetzt ist, mit der Milch und mit der Säu, stimmt es für mich persönlich nicht. Beats Eltern wollten vor der Kamera nicht über die Hofumstellung der Jungen reden. Dass es ohne Konflikt geht, ist eher selten. Aber was ich jetzt gesehen habe über die Jahre, wo ich jetzt sage, so 3 Jahre begleite ich Engel gewisse Familien, ist es mega schön zu sehen, dass die Eltern zum Teil einfach besorgt sind. Und was sie jetzt sehen, es funktioniert und es kommt gut, sind sie wie mega unterstützend und tauchen ein und helfen und machen Parkservice an den Anlass oder was auch immer und nehmen ihren Teil wahr in diesem ganzen Projekt. Hintereck im Kanton Zürich. Mit dem Hof Nahr haben Sarah Heiligtag und ihr Partner vor 7 Jahren ihre Vision eines friedlichen Miteinanders von Mensch und Tier umgesetzt, das Claudia und Beat Troxler für ihr eigenes Projekt inspirierte. 111 gerettete ehemalige Nutztiere leben auf dem Hof Nahr. Auf Hofführungen sollen Besucherinnen und Besucher zum Nachdenken angeregt werden. Für wen oder für was ist ein Lebewesen da? Das ist, glaube ich, die grosse Frage, oder? Das ist auch bei den Menschen die grosse Frage. Sind wir für etwas da? Ich glaube, wir sind in erster Linie da, um uns selber zu verwirklichen, um unser Glück, das klingt so kitschig, aber um das zu finden, wo wir uns erfüllt fühlen im Leben. Und das ist genauso gleich bei den Tieren eigentlich. Also, dass sie sich selber können verwirklichen können, für das sind sie geboren. Hof Nahr ist ein bio-veganer Landwirtschaftsbetrieb. Produziert werden Früchte und Gemüse für Abos und für den Direktverkauf. Was hier angebaut wird, landet direkt und ohne Umweg über das Tier auf dem Teller. Ob Tiere auf bio-veganen Höfen etwas verloren haben, darüber wird noch debattiert. Ich gehöre zu der Sorte, die sagt, nein, Tiere dürfen durchaus dabei sein. Man darf sie einfach nicht töten, man darf ihnen nicht Kinder wegnehmen, man darf ihnen nichts zufügen, was ihnen Leid zufügt, so letztendlich. Aber es dürfen durchaus Tiere dabei sein, die in irgendeiner Form etwas beitragen. Einfach nicht auf Kosten von ihrem Leben oder Wohlbefinden. Und bei uns heisst das jetzt konkret, wir haben ja einen Lebenshof mit geretteten Tieren, dass wir auch den Dünger nutzen von diesen Tieren. Der Verein Hof Nahr unterstützt Claudia und Beat Troxler mit einem fixen Beitrag und bei der Suche nach Paten für ihren Lebenshof, der jetzt auch einen Namen hat. Lebenshof Aurelio. Es ist Ende August, Infotag auf dem Hof Nahr. Ich freue mich ganz fest, dass ihr trotz dem Wetter hier den Weg angefunden habt. Das sagt schon ganz viel. Es sind einfach zwei ganz unglaublich tolle Persönlichkeiten und ganz viele tolle Tierpersönlichkeiten, die dort zusammen etwas jetzt angefangen haben. Wo ich wirklich, als ich das erste Mal schon dort war, gespürt habe und auch jedes Mal, wenn wir Kontakt haben, das wird etwas Grosses und das wird noch viel zu reden geben. Ich bin Claudia Troxler, das ist mein Mann Beat und wir haben den Frühlings-Sommer eigentlich beschlossen, dass wir aus der konventionellen Nutztierhaltung aussteigen wollen. Ich bin seit 20 Jahren Vegetarierin und als ich dann immer so mehr und mehr eben in das hineingesehen habe, wie das abläuft mit der Milchwirtschaft, bin ich eigentlich jetzt zur Veganerin geworden. Und habe dann immer im Beat auch ein bisschen, ja, erzählt, was ich so fühle, wenn die Tiere dann in die Metz gehen. Und er hat das langsam dann auch so eingesehen, dass für ihn das eigentlich auch nicht mehr stimmt. Ja, da haben wir eigentlich auch von Alternativen suchen,
Wir haben ja noch 200 Säue, also Mastsäue, in einem separaten Stall. Und dort wollte ich eigentlich schon länger etwas anderes machen, weil Mastsäue hat mir nie eigentlich richtig gefallen oder hatte nie richtig Freude an dem. Und wir haben ein paar Sachen durchgeschaut, also Katzenhotel, Hundepension und so weiter. Also das Ziel wäre schlussendlich, also für die Zukunft, dass wir eigentlich mit Patenschaften einfach Tiere finanzieren können. Das heisst, dass Tiere sich selber tragen. Ja. Wie kostet eine Patenschaft? Es ist unterschiedlich. Also bei uns leben ja Kühe, Schweine, Alpakas und Hühner. Und eine Vollpatenschaft für eine Kuh wäre 250, für ein Alpaka 160, für ein Schwein 200 und für ein Huhn 30 Franken im Monat, genau. Merci. Es hat mich sehr beeindruckt, wie Sie so authentisch berichtet haben und uns teilgegeben haben an Ihrem Lebensweg, an dieser Entwicklung und an Ihrer neuen Erkenntnis, die sie getroffen haben und die Veränderung und den Mut, auch, das anzugehen, also ihre eigene Überzeugung können, das Leben fortwähren. Das ist, finde ich, sehr eindrücklich. Sie machen das recht mutig und ja, sie haben eine gute Atmosphäre. Und ich bin auch schon gespannt, um den Hof mal anzuschauen, wenn sie Tag der offenen Türen haben. Ich habe sehr einen guten Eindruck. Ich glaube, dass sie das auch wirklich werden durchziehen. Und ich glaube, dass sie mit vollem Herzen dabei sind und einfach wirklich verstanden haben, dass halt das Tier so fest leidet in der Nutztierhaltung und dass sie ja jetzt wirklich können aussteigen und etwas können aufbauen können, das Zukunft hat. Unter den Hofbesuchern sind auch Yvonne und Toni Katriner, die ihren Hof im Zürcherischen Wald vor 3 Jahren umgestellt haben. Wir sind beide schon als Bauernkind aufgewachsen, haben die Ausbildung gemacht, eben, haben in dem innen gearbeitet. Und wenn dann nachher der solche, ja, aus dem ausbricht und von dem sagt, was sie eben erlebt haben und wissen, von was sie reden, das hat einfach eine ganz grosse Kraft. Oder? Das, da muss niemand kommen und sagen, ja, wenn du wüsstest. Nein, wir wissen es eben. Oder? Und das ist schön, das ist kraftvoll. Oder? Altishofen im Kanton Luzern. Hier steht der Schweinemastbetrieb von Meinrad Pfister mit hofeigener Biogasanlage. Pfister ist Präsident des Schweizerischen Schweinezucht- und Schweineproduzentenverbandes. Für diesen Film und Tierethikerin Sarah Heiligtag öffnet er die Türen zu seinem Betrieb. Die sind jetzt etwa 2 Wochen alt. Oder? Also eben, das ist so typisch Bocht. Pfisters 100 Muttersauen und die 500 Mastschweine werden nach den Richtlinien von IP Swiss gehalten und gehen als Labelfleisch in den Verkauf. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ich hatte selber Küngel, also Hasen, Kaninchen, oder? Und habe gelernt, die schlachten. Ich habe gelernt, die selber zu erlegen. Und mit den Säuen nachher auch. Also für mich ist das Alltag. Ich bin so aufgewachsen. Und ich kann das auch abgrenzen. Also das sind Nutztiere. Und in diesen Nutztieren wollte ich möglichst in der Zeit, in der wir sie hier haben, ein gutes Leben ermöglichen, ein bestmögliches Leben, sodass ich wirtschaftlich auch leben kann davon. Und nachher ist aber der Tag da, wo das Tier nachher in die Metz geht. Und das tue ich ganz klar abgrenzen. Und nachher ist es ein Lebensmittel. Ja, genau. Ich denke, dort liegt wahrscheinlich der Punkt. Oder? Für mich gibt es kein Nutztier in dem Sinn. Also für mich gibt es Lebewesen. Und da ist wahrscheinlich der Unterschied. Für mich ist kein Tier als Nutztier geboren. Für mich braucht es heutzutage auch kein Nutztier in dem Sinn mehr. Und darum habe ich natürlich einen Konflikt, wenn ich sehe, jetzt überhaupt nicht auf diesen Betrieb bezogen, ganz generell. Dürfen wir das ethisch sehen? Oder ist es an der Zeit, dass wir einen Schritt weitergehen? Was ist die Zukunft? Wie könnten wir in der Zukunft, wo wir möglichst wenig Leid erzeugen. Mhm. Oder? Für mich ist ja zuerst mal die Nachfrage. Also das Fleisch wird ja nachgefragt. Und wir produzieren das Fleisch hier auf dem Betrieb produzieren, nach bestem Wissen und Gewissen. Und nachdem
nach den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die man nachher auch können absetzen, das Fleisch, oder? Wir haben eben 50% von allen Säustellen nach Label-Richtlinien gebaut und verkaufen können wir nur 30%. Die Tendenz sogar im Moment sogar noch sinkend. Und das ist ein Dilemma, oder? Am liebsten, ich bin gerne bereit, noch viel mehr zu machen, mehr Platz, mehr Streu, alles drum und dran, wenn die Nachfrage da ist. Also was ich noch viel erlebe, sind ja Bauern, sind auch viele Schweinebauern mittlerweile dabei, die uns kontaktieren, dass sie würden gerne aussteigen oder umsteigen oder etwas anderes machen. Und dort sagen sie auch immer, ja, die Konsumenten. Handherum, Konsumenten sagen immer, ja, die Produzenten. Und ich sage jetzt irgendwie, das ganze System vielleicht ist ein bisschen falsch. Es ist sicher auch Subventionen, Politik. Man könnte ganz viel ändern, man könnte andere Sachen unterstützen. Es ist weder nur der Konsument noch nur der Produzent, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Tendenz vom Menschen. Man gibt Schuld wie den anderen und sagt, die wollen das halt. Die kaufen das halt, aber die würden auch andere Sachen kaufen. Also das sieht man jetzt mit dem boomenden veganen Markt. Das wird ja auch gekauft. Und viele entscheiden sich für den veganen Burger mittlerweile, wenn es denn möglich ist. Aber das Angebot muss auch da sein. Also die Verantwortung, die ist ein Stück weit beim Konsumentinnen und beim Konsumenten, oder? Und sich wirklich muss bewusst sein, mit dem Griff ins Regal entscheide ich, oder? Die Alpakas sind am Grundrigsten, ja. Bettina Hersberger hat eine Teilpatenschaft in der Höhe von 60 Franken für ein Stierkalb auf dem Eichenmooshof übernommen. Die Scotty ist da, gell? Lenny wurde mit deformierten Vorderfüßen geboren. Dank Physiotherapie mit Claudia Troxler ist er genesen. Oh. Was gibt Ihnen die Patenschaft? Die gibt mir Gewissheit, dass der Lenny ein gutes und glückliches Leben hat. Ich darf ihn theoretisch jederzeit besuchen. Ich finde es schön, hier Zeit zu verbringen. Also das Wissen, dass ich hier ankommen darf und mit ihm Zeit verbringen könnte. Also, es freut mich, einfach zu sehen, wie er jetzt aussieht. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, oder die ersten Fotos, die ich bekommen habe, da konnte er ja nicht auf seinen Klauen stehen. Da musste er auf seinen Fesselgelenk laufen. Und man hat nicht gewusst, ob das gut kommt. Und jetzt sehe ich ihn und er steht auf seinen Beinen, ganz normal, als ob nie etwas gesehen wäre. Das ist doch, also ja, Geschenk genug. Oh, du Grosse! Bettina Hersbergers Partner ist Grafiker und hat für den neuen Lebenshof Aurelio eine Homepage gestaltet. Für Gotteslohn. Wenn das programmiert ist, dann gibt es das Frontend, das ist das, was man sieht, und das Backend ist das, was ihr bearbeiten könnt. Mhm. Und auch über den Browser irgend anmelden und dann habt ihr eine Oberfläche, wo ihr alle Bilder, Text könnt abändern könnt. Und natürlich mega von dir, dass du uns das so unterstützt. Ja, das finde ich auch mega fun. Nein, ist klar. Im März dieses Jahres wurde die letzte Kuh künstlich besamt. Claudia Troxler und ihr Mann rechneten damit, dass sie noch bis Ende Jahr melken würden. Doch es ging alles viel schneller. Es ist Ende September. Heute werden die Eichenmooskühe zum allerletzten Mal gemolken. Letzte Mal den Handgriff machen. Ja. Was ist das für ein Gefühl? Ja, ein schönes Gefühl eigentlich, also, weil man weiss, dass es in den Kühen nachher besser geht. Und ja, man kann andere Arbeit machen, arbeiten müssen wir gleich viel fürs Geld. Aber man hat dann etwas anderes. Und ja, es sind ein bisschen gemischte Gefühle. Also, ich habe es eigentlich schon gerne gemacht, zu melden. Eben, also ein bisschen Wehmut ist auch rum, oder? Bezweifle schon, ja. Für die sozialen Medien werden die letzten Stunden der Troxlers als Kuhmilchbauern verewigt. Mal, wir sind schon noch Milchbauern. Wir produzieren einfach keine Kuhmilch mehr, sondern einfach Hafermilch. Oder? Wie ist es Ihnen so zu Mut? Ja, ich freue mich mega für die Kühe, dass sie jetzt keine Milch mehr so für Menschen produzieren müssen. Und jetzt eigentlich keine sogenannten Nutztiere mehr sind, oder? Und wie findet ihr die Kühe? Ja, die Kühe, also...
die sind ein bisschen gefrustet, weil es natürlich nicht mehr so feines zu essen gibt wie vorher. Also, sie bekommen ja kein Mais mehr und so und auch ein bisschen magereres Heu, damit sie ja mit der Milchmenge durchgehen. Und das finden sie, glaube ich, nicht so cool. Es ist Anfang November. Aus dem ehemaligen Schweinestall wurde ein Laufstall für die Eichenmooskühe. Künftig sollen hier auch Hoffremde, vor dem Schlachthaus gerettete Tiere, ein Zuhause finden. 100 Besucher und potenzielle Paten hatten sich bereits angemeldet, aber der geplante Besuchstag musste wegen der Pandemie abgesagt werden. Trotzdem haben 50 der insgesamt 70 Tiere auf dem Hof in der Zwischenzeit Teilpaten gefunden. Ihr Unterhalt in den neuen Stallungen ist vorerst gesichert. Wie ist das jetzt für Sie, wenn Sie dort im grossen Stall sein können? Das ist schön, weil die Tiere haben genug Platz und sie können mit der Mutter zusammen sein. Gell, Denise? Also ich habe mega Freude, dass ich jetzt wirklich 100% hinter dem stehen kann, was wir jetzt machen. Was mir halt vorher auch eben schwer gefallen ist. Und das ist jetzt natürlich super. Und ich freue mich auch auf Leute, die kommen und ihr Patentier besuchen und auf die Hafermilchproduktion. Und ja, freue ich mich. Es hätte ein nahtloser Übergang von der Kuhmilch auf die Pflanzendrinkproduktion werden sollen. Das hat nicht ganz geklappt, weil die notwendigen Maschinen nicht geliefert wurden. Aber heute, mit einigen Wochen Verspätung, sprudelt dort, wo bis vor kurzem die Kuhmilch geflossen ist, der Pflanzendrink. Hergestellt mit Wasser aus der hofeigenen Quelle und ab nächstem Jahr mit dem hofeigenen Hafer. Noch ist vieles improvisiert, doch die ersten Bestellungen sind da. Troxlers fahren die Produktion hoch. Es ist extrem viel Handarbeit bei dieser Hafermilch, oder? Ja, so wie es jetzt, wie der Produktionsablauf jetzt ist, ist es schon ziemlich viel Handarbeit. Ja, das ist so. Was dann auch wieder den Preis von 4 Franken zählt, rechtfertigt. Mit ihm hat alles angefangen. Mastschwein Felix hat 2 Menschen zusammengeführt, welche die in der Landwirtschaft vorgegebenen Pfade verlassen haben, um ihre Vision zu leben. Die Vision eines Lebenshofes, wo es keine Nutz- oder Haustiere mehr gibt, sondern einfach Lebewesen.